Moin moin und herzlich willkommen zu Oblivion. Ja, in der letzten Folge hatten wir mit Agronaut gekocht gehabt hier und für ihn die Dingens erledigt, glaube ich. Hatten wir das? Ich glaube, das hatten wir erledigt gehabt. Ist jetzt wieder 2-3 Tage her. Aktive Mission haben wir keinen. Die Arena, nee, das wollte ich jetzt nicht. Haben wir das erledigt? Herkunft des Crown Prince. Haben wir erledigt gehabt. Das heißt, wir sind in der Position, hier teilzunehmen. Mit wem müssen wir reden? Da hinten, ne? Dass wir hier. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Was ist? Ihr seid noch nicht auf dem Weg nach Hause zu eurer Mama? Das ist ein gutes Zeichen. Also, seid ihr bereit für einen Kampf oder braucht ihr einfach ein paar Informationen? Ich bin bereit für eine Partie. Bereit? Das nennt ihr bereit? Ihr tragt noch nicht einmal euer Kampfgewand. Kommt erst wieder her zu mir, wenn ihr euch anständig gekleidet habt, ihr respektloser Wurm. Den werden wir noch töten. Okay, wir müssen erstmal unser Kampfgewand anziehen. So. Ach. Ja, untenrum ein bisschen freizügig. Aber. Okay. Ihr seid noch nicht auf. So, jetzt aber. Also gut, ihr Wurm. Sieht so aus, als hättet ihr euch in euer Kampfgewand geworfen und wäret kaum noch zu halten. Der rote Salon ist gleich dort drüben. Wenn ihr bereit seid, euch ausweiden zu lassen, dann geht einfach die Rampe zur Arena hoch. Viel Glück und möge Asura eurer Seele gnädig sein. Alles klar. Wo lang? Gucken wir mal hier. In die Arena, da hinten. Oh, das ist jetzt auch. Ich bin gespannt, ob wir die Arena schaffen. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Für diesen Kampf haben wir Frischfleisch. 2 brandneue Kampfhunde. Verlieren wir also keine Zeit. Möge der Kampf beginnen. So, das ist also die Arena. Mit Hilfe? Jubel den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ich würde gern ihr Schild haben. Das ist aus Mithril. Ich darf hier nichts klauen. Mann! Ansonsten bin ich disqualifiziert. Okay. Noch einmal. So, quatschen wir nochmal mit ihm. Bei den neuen Göttlichen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt tatsächlich gewonnen. Ihr seid ja doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Kampfhund. Vielleicht überlebt ihr ja genug Kämpfe, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Hier, Kind, euer Lohn für den Sieg. Und es ist noch mehr zu holen, wenn ihr weiter gewinnt. Nun entspannt euch vor eurem nächsten Kampf. Ich will... Gut, ihr seid also doch kein kompletter Versager. Werdet bloß nicht eingebildet. Lasst es mich wissen, Hallo? Wenn ihr zum Kampf bereit seid. Dann könnt ihr euch mir noch einmal beweisen. Ich bin bereit. Das ist genau der richtige Geist. Ihr bietet dem Volk von Korol ein gutes Spektakel. Und ich sorge dafür, dass ihr ein anständiges Begräbnis erhaltet. Dem werden wir es noch zeigen. Ich mag den nicht. Dass er auch sofort davon ausgeht, dass ich hier drauf gehe. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Wer wird siegen? Der Kampfhund aus dem gelben Team oder der Kampfhund aus dem blauen Team? Was für Kampfhunde? Schließt die Tore.
Der Feind. Dieser Kampf ist schon entschieden, du Schlechtling. So. Alter! Des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Ich mach die alle noch fertig. Der war ein bisschen schwieriger. Und was für Kampfhunde? Warum nennen die mich Kampfhund? Ich bin Nord und kein Kampfhund. Frech. Gut, ihr habt es also schon wieder geschafft. Was wollt ihr von mir, eine Umarmung? Nehmt euer Gold und dann verschwindet, Kampfhund. Ich will in den nächsten Kampf. Das gelbe Team wird nicht gegen sich selbst kämpfen, du fauler Kampfhund. Bereit für eine Partie, oder was? Ja. Ihr müsst ja geradezu darauf brennen, euch umbringen zu lassen, hä? Also gut, geht zurück zur Arena und versucht am Leben zu bleiben, bis das Tor sich öffnet. Versucht am Leben zu bleiben, bis das Tor sich öffnet? Was ein Arschloch. Da meinte ich, werde den Weg hier die Treppe hoch nicht überleben, oder was? Alter. Hier läutet der Kaiserstadt. Seid willkommen in der Arena. Seid ihr bereit für ein Blutbad? Der Sieger des Kampfes wird im Rang aufsteigen. Es steht also viel auf dem Spiel. Kampfhunde, zeigt uns, was in euch steckt. Der mit dem Bogen. Euer Schlimmstes. Stirb, du! Hey! Steht fest. Jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Also ich habe erwartet, dass die Arena eigentlich voller ist. Oder wird es nach und nach immer voller? So, was sagt das Arschloch? Ich kann kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber ihr seid kein Kampfhund mehr. Ja, stimmt, ihr seid aufgestiegen. Meinen Glückwunsch, Schläger. Wisst ihr, was der Rang eines Schlägers hier zählt? Nichts. Sie ist ein Kleiner. Du bist immer noch ein Wurm. Ihr müsst weiterkämpfen, wenn ihr es zu was bringen wollt. Ich will die nächste Partie. Gut, Schläger. Ihr wisst, wie alles abläuft. Geht in die Arena hinaus und zeigt ihnen, wer das Sagen hat. Also, den werde ich definitiv noch umlegen. Ich hoffe, er gegen den darf ich auch noch irgendwann kämpfen. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. In diesem Kampf treffen die Schläger aufeinander. Feuert sie an, die tapferen Wettstreiter auf ihrem Weg zum Ruhm. Kämpfer, beginnt! Tut euer Schlimmstes! Leichter Eisenstuhl? Steht fest. Jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Also wir machen alle bis jetzt mit Leichtigkeit fertig. Und ich find's scheiße, dass der uns hier... Obwohl, eigentlich ist es auch irgendwie geil.
Ich find's gut, dass der so unsympathisch geschrieben wurde. 4 Siege sind in Ordnung, Kind, aber dadurch werdet ihr noch kein Großmeister. Hier euer Lohn. Jetzt geht euch säubern, bevor ihr wieder antretet. Ich will euer Gewand spannt allmählich ein bisschen, Schläger. Ich glaube, etwas Bewegung täte euch gut. Was meint ihr? Bereit für eine Partie? Ja. Also gut, Schläger, der nächste Kampf wird eine echte Herausforderung. Sieht so aus, als wären es 2 Waldelfenschwestern, die immer zusammenkämpfen. Die beiden sind Zwillinge, ihr müsst sie beide besiegen. Jetzt geht hinein und zeigt diesen Waldbewohnern, wer hier das Sagen hat. Okay, das wird interessant. Gegen 2 Gegner. Ihr gegen 2 Schwestern. Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Können die Schläger des blauen Teams die Waldelf-Zwillingsschwestern des gelben Teams besiegen? Finden wir es heraus. So. Mich nie besiegen. Jetzt ist Schluss. Hey! Etwas Besseres hat das blaue Team nicht zu bieten. Okay, die haben wir. So, Elfenbogen. Steht fest. Bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. So, also ich glaube, noch ein Kampf, dann sind wir wieder aufgestiegen vom Rang. Wie weit können wir denn aufsteigen hier? Also wie viele Ränge gibt's denn, meine ich? Werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. Ha, diese Frauen hatten keine Chance. Gut gemacht, Schläger. Hier ist euer Anteil. Noch ein Kampf und ihr steigt weiter auf. Ah, langsam mag er mich, oder wie? Will der mich verarschen? Dass ihr die Zwillinge geschlagen habt, ist ein gutes Zeichen. In euch steckt ein wahrer Kämpfer. Lasst es mich wissen, wenn ihr euch wieder mit Blut bekleckern wollt. Ja, ich möchte mich mit Blut bekleckern. Der nächste Gegner ist ein Khajiit. Und auch nicht gerade von der schnellen, nervösen Sorte. Diese Katze stürzt sich mitten ins Geschehen, meist mit einer Axt. Und jetzt macht sie nieder. Okay, machen wir. So. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Der Sieger dieses Kampfes wird in den Rang des Blutvergießers aufsteigen. Blutvergießer? Wer hat mehr Biss? Das gelbe Team oder das blaue Team? Finden wir es heraus. Warum eigentlich gelb und blau? So, komm. Und jetzt fallt um und verblutet. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Der sagt auch irgendwie immer nur das Gleiche. So, jetzt sind wir Blutvergießer, oder wie? Kriegen wir jetzt 150 Gold? Okay, ihr könnt also kämpfen. Euer neuer Titel lautet Blutvergießer. Jetzt geht die Sache erst richtig los, Kleiner. Mehr Gold für mehr Blut. Enttäuscht mich nicht. Ja, ich hab vor hier... Ihr habt es bis zum Blutvergießer geschafft. Damit seid ihr schon weitergekommen als die meisten anderen, die diese Arena betreten. Weiter so. Ja, ich möchte die nächste Partie. Der nächste Gegner ist ein Rotwardone. Ich habe gesehen, wie er mit einem Streitkolben und einem Schwert kämpft. Also, haltet euch für beide Waffen bereit.
Ich glaube, da passiert nichts Großes. Kein Unterschied. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Es gibt nichts Spannenderes als zwei ehrgeizige Blutvergießer, die bis zum Tod um Ruhm und Ehre kämpfen. Doch nun genug geredet, möge der Kampf beginnen. Ja, lass kämpfen. Erbärmlich. Dein Kopf gehört mir, hey. Elender Nord. Achso, wir müssen uns mal schlafen legen. Kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Niemand lebt in der Zeigt mir, was ihr da habt. Auch schön. Jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. So, wo darf ich mich eigentlich schlafen legen? Eine Stunde oder so? Warum sind hier Keiler? Werden die zum Üben verwendet oder wie? So, eine Stunde rasten. So, in Konstitution packe ich mal 3 rein. Geschicklichkeit. Und hier nochmal. So. Das war ein guter Kampf, Blutvergießer. Ihr habt diesem Rotwadonen wirklich gezeigt, wer hier das Sagen hat. Hier ist euer Anteil. Jetzt geht euch säubern. So. Was ist das denn für ein Schwert? Eiserne Claymore? Eiserne Claymore? Schweres Arena-Gewand? Leichtes Arena-Gewand? Warte, was haben wir? Schweres Arena-Gewand. Ah, okay. Los, Blutvergießer, verliert jetzt bloß nicht euren Schwung. Kämpft weiter! Hab ich vor. Eure nächste Gegnerin trägt schwere Kleidung. Greift jedoch mit einem Kurzschwert an. Sie ist praktisch eine stark gepanzerte Wespe. Und das mit dem passenden Temperament. Vorsicht! Okay, schauen wir mal. Ich hoffe, wir schaffen das heute noch, aufzusteigen. Vor allem, das ist ja kein, Mord oder sowas hier. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ihr seid gekommen, um zwei Blutvergießern bei dem zuzusehen, was sie am besten können. Und sie sind entschlossen, sich zu beweisen. Möge das Blutvergießen beginnen! Komm. Hey. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Wäre schön, wenn ich da irgendwie auch winken könnte oder so. So einmal irgendwie. Na, habt ihr jetzt nicht sehen können. So einmal irgendwie die Hand hochheben und so. Und den Leuten winken. Obwohl das mit dem Zauber hier ist ja dann so ähnlich. Gut, ihr habt also den Bretonen getötet. Lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Hier, euer Lohn. So, ja, ich möchte... Mein roter Salon wurde von Kämpfern wie euch gestrichen. Sobald ihr dem nächsten Trottel den Bauch aufgeschlitzt habt, schmiert ihr sein Blut überall auf die Wand. Der nächste ist ein Dunkelelf. Ich habe ihn noch nie kämpfen sehen, aber er trägt einen Bogen und auch ein Schwert. Also macht euch auf einen Angriff aus der Ferne gefasst. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin.
Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Apropos, wie sieht das jetzt eigentlich mit meiner... Ne, hier, Zustand der Waffe aus? Ja, okay. Vielleicht müsste ich das hier mal benutzen. Achtet auf den Dunkelelf des gelben Teams. Die Mordlust steht ihm ins Gesicht geschrieben. Hat der Blutvergießer des blauen Teams da die geringste Überlebenschance? Jetzt kommt's, der war mal bei der Murakpong. Yo, wie schnell bist du denn? Lass mir raten, da oben hätte normalerweise der Kaiser gesessen, oder wie? So, den nächsten Kampf. Gute Arbeit, Blutvergießer. Oder sollte ich Myrmidon sagen? Ja, stimmt, ihr seid aufgestiegen. Ihr wisst, wie es geht. Mehr Blut, mehr Gold. Hier. Welche Stufe bin ich? Was? Also welchen Rang? Klingen, neugöttliche Arena, Myrmidon. Schluss jetzt, Myrmidon. Genug mit dem Quatsch. Erteilt ihr diesen Miststücken aus dem gelben Team jetzt mal endlich eine Lektion, oder was? Ja. Lasst euch von eurem nächsten Gegner nicht täuschen. Dieser unscheinbare Dolch ist eine mächtige, verzauberte Waffe, der Schimmerschlag. Und jetzt macht sie nieder. Okay, eine mächtige, verzauberte Waffe. Warte mal, was ist das? Becken der Erneuerung. Ihr habt euch noch nicht im Staub der Arena gewälzt. Wenn ihr einmal Blut geschmeckt habt, könnt ihr wiederkommen und euch erfrischen. Ah, okay. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Der Kämpfer des gelben Teams hat schon zahlreiche Gegner mit seinem Zauberdolch, dem Schimmerschlag, niedergestreckt. Mal sehen, ob das blaue Team seiner Gewinnsträhne ein Ende bereiten kann. Yo. Nehm das! Stirb! Er ist voll! Der Sieger steht fest! Der Schimmerschlag! Kämpfer des blauen Teams! Sieger vom blauen Team! Ihr dürft euch keine Waffen oder Schilde eurer gefallenen Gegner aneignen. Verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe! Ihr habt es euch verdient! Ich hätte das Ding gern gehabt! Ihr wascht den Schmutz der Schlacht von euch ab und fühlt euch wie neugeboren. Kann ich das nach jedem Kampf machen? Ich schätze, ihr habt diesem Waldelf erzählt, was ihr von seinem magischen Dolch haltet. Hä? Hier habt ihr euer Gold. Saubere Arbeit. Jo. Ihr habt Hunger, Myrmidon. Das sehe ich in euren Augen. Wollt ihr diesen Hunger stillen? Was? Bereit für den nächsten Kampf? Ja. Ihr seid bereit, aber die Arena noch nicht. Die Kämpfe laufen zwischen 9 Uhr morgens und 9 Uhr abends. Kommt später zurück, Narr. Okay, 9 Uhr morgens, 9 Uhr abends. Es ist also noch nicht... Bei allen Göttern, was wollt ihr? Die aufs Maul hauen. Okay, 12 Stunden. Schlafen wir einfach mal.
Athletik hat ja auch keine. Ihr habt Hunger, Myrmidon. Das sehe ich in euren Augen. Wollt ihr diesen Hunger stillen? Was? Bereit für den nächsten Kampf? Ja. Keine Überraschungen, nur eine ziemlich empfindliche Hochelfe. Geht in die Arena hinaus und lasst sie um Gnade winseln. Ja, kriegen wir hin, oder? Irgendwie bockt schon die Arena gerade ein bisschen. Ist aber eigentlich nur das Gleiche. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ihr kamt, um einen Kampf zu sehen. Und einen Kampf sollt ihr bekommen. Doch Worte sind etwas für Schwächlinge. Ihr wollt Blut? Schließt die Tore! Lasst es uns zu Ende bringen. Jetzt ist Schluss. Lederschild? Den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Okay, wie viele Kämpfe sind denn das eigentlich noch, die ich hier machen darf oder muss? Altmeer. Sie alle handeln edel und gut, bis sie in einer Lache ihres eigenen Blutes liegen. Hier habt ihr euer Gold. Legt eine Verschnaufpause ein. Ihr okay. Schneidet durch das gelbe Team wie das Messer durch Skripmus. Noch ein Kampf und ihr werdet zum Krieger erhoben. Skripmus? Der nächste Gegner ist ein Ork mit einer normalen Axt. Er trägt schwere Kleidung und er sieht ziemlich ausgeruht aus. Damit werdet ihr schon fertig. Okay, der ist nicht mehr so ein Arschloch zu mir. Na, ich glaube, er ist aber mit Absicht so, jetzt glaube ich, dass er das mit Absicht so ist. Damit diejenigen, die sich vielleicht einfach nur kurz denken, cool, ich will hier mitmachen, und dann irgendwie auf einmal Angst haben, dass sie dann irgendwie abhauen, wieder gehen, um Leben zu schonen. Seht nun, wie diese beiden tapferen Myrmidonen sich in einen Kampf auf Leben und Tod stürzen. Kämpfer, an die Waffen! So, komm! Der zuckt noch ein bisschen. Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Was passiert, wenn ich dagegen laufe? Okay, da passiert nichts. Sieht aber auch sehr blutig hier aus. So, ich will den nächsten ran. Es gibt nur wenige Dinge, die fürchterlicher sind als ein Ork mit einer Axt. Aber ihr habt nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Dieser Sieg bringt euch den Rang eines Kriegers ein. Gute Arbeit. Ich bin jetzt erst Krieger? Ihr seid jetzt ein Krieger, kein Witz. Die Leute da draußen, die Zuschauer, wissen vielleicht nicht, wie ihr heißt. Aber sie kennen euch jetzt. Sie kommen in diese Arena, um euch zu sehen. Also geht jetzt hinaus und gebt ihnen, was sie wollen. Die habe ich schon einmal kämpfen sehen. Sie ist eine Nord, sehr schnell, sehr kräftig. Sie nimmt gern das Langschwert und sie weiß damit umzugehen. Unterschätzt sie nicht. Ja, kriegen wir hin. So, kann es sein, dass hier hauptsächlich eher weibliche Krieger sind statt männliche? Ihr Leute der Kaiserstadt. Seid willkommen in der Arena. Jubelt den Kämpfern zu, wenn wir nun die Tore herablassen und die beiden tapferen Wettstreiter ihrem Schicksal ins Auge blicken. So. Oh,
Ich habe ja schon gegen Schlammkraft gefehlt. Okay, das war... Erbärmlich. Lass es uns zu Ende bringen. Ich werde siegen. Okay, die ist heftig. Ende bringen. Ah! Stirb, du Feigling vom blauen Team. Der Sieger steht fest. Der jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger, ich hätte gerne das mit dem blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Mann, ich möchte gerne die Sachen aus Mithril haben. Warum gab es eigentlich in Skyrim keinen Mithril und sowas? Oder Adamant? Oder gab's da das? Gab's in Skyrim Mithril? Achso, warte mal. Erst einmal. Ihr habt diese Nord ziemlich ramponiert, Krieger. Sie wird wohl in kleinen Stückchen nach Skyrim zurückkehren. Sauber, hier ist euer Anteil. Seht euch doch nur an, ihr seid ja schon wieder da. In Ordnung, Krieger. Bereit für den Kampf? Jetzt freut er sich auf einmal, dass ich da bin. Oh nein, Zauberer. Und genau das ist auch eure nächste Gegnerin. Eine Hexenmeisterin der Hochelfen oder so. Geht einfach nah heran und lasst sie den Dolch spüren. Das wird ihr eine Lehre sein. Okay, Hexenmeister. Schaffen wir, oder? Vielleicht einmal kurz speichern. Weil ich jetzt nicht weiß, wie stark die ist. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Diese Kämpfer ersehnen nichts mehr, als euch zu gefallen. Wenn sie darüber hinaus ihren Gegnern Schmerz und Leid zufügen, dann umso besser. Ach so. Dieser Kampf ist schon entschieden, du Schwächling. Sterbt schon, verdammt! Nimm das. Wo ist sie hin? Dann fällt die ein, die zu heilen. Der Sieger steht fest. Jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Okay, die hat sich andauernd geheilt. Jetzt bin ich neugierig, wie es gleich wird, wenn wir gegen die nächsten schon antreten. Und noch ein Hochelf hat gelernt, was Bescheidenheit heißt. Dank der Nummer 1 unter den Kriegern des blauen Teams. Ihr habt euch euren Anteil diesmal redlich verdient. Ich bin jetzt die Nummer 1. Ihr braucht nur noch einen Kampf, bis ihr zum Gladiator aufsteigt. Die meisten Kämpfer kommen gar nicht so weit. Aber ihr seid eine große Ausnahme, oder? Ja. Eure nächste Gegnerin ist die wildeste, blutrünstigste Ork, die ich je gesehen habe. Und ich habe eine Menge gesehen. Das wird kein Spaziergang. Sie wird mit einem Kriegshammer aus dem Tor treten, der so groß ist wie ein Kind. Und sie wird den Hammer so lange schwingen, bis euer Kopf platzt. Lasst das nicht zu. Okay, wieder eine Ork-Kriegerin. Und danach sind wir Gladiator. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Wann werde ich Champion? Dies ist ein wichtiger Kampf, denn
Der Sieger wird in den angesehenen Rang eines Gladiators aufsteigen. Doch genug des Aufhebens. Der Kampf möge beginnen. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Mehr könnt ihr also nicht? Nehmt das. Ich lasse euch langsam verrecken. Stirbt, Rate! Nehmt das. Es ist besser. So, okay. Warte mal, jetzt brauche ich definitiv, euer Schlimmstes. Ist das Vulkanglas oder Orkram? Warte mal, kann es sein, dass meine Waffe komplett schon hinüber ist? Vulkanglas. Blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Okay, die war auch ein bisschen schwieriger. So, ich mach langsam runter. Damit ich zumindest Wiederherstellung ein bisschen skillen kann. Ihr habt diese Orks so schwer getroffen, dass ihre Mutter in Orsinium angefangen hat zu bluten. Mit diesem Sieg steigt ihr zum Gladiator auf. Viel Spaß mit dem Gold. Gladiator, Alter. Das sage ich nicht oft zu jemandem. Ihr macht das blaue Team stolz auf euch, Kind. Jetzt geht hinaus und bringt jemanden um, bevor ich noch anfange zu heulen. Okay, ich gehe mal raus und bring jemanden um. Hör zu, der nächste Kampf ist ein Skandal, aber ich kann nichts dagegen tun. Ihr habt diesmal gleich drei Gegner und ihr müsst sie alle schlagen. Drei. Sie sind argonische Gefangene, die aus Schwarzmarsch hierher geholt wurden. Und ihnen wurde erklärt, dass sie euch nur töten müssen, um frei zu sein. Ich weiß nicht, welche Verbrechen sie begangen haben, aber hier geht es um euer Leben gegen ihre Freiheit. Die Wahl sollte wohl klar sein. Los jetzt und passt auf euch auf. Okay, das ist wirklich ein Skandal. Ihre Freiheit oder mein Leben? Das ist wirklich ein Skandal. Drei Argonier. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Das Team hat mit einem geschickten Schachzug seinen Kämpfer durch drei argonische Gefangene ersetzt. Das verspricht interessant zu werden. Okay, was haben die verbrochen? Was meinst du, dass auch das blaue Team nicht zu bieten hat? Mehr könnt ihr also nicht. Alter. Auf, du erbärmlicher Wurm. Auf, du erbärmlicher Wurm. Warum hat der schon mal eine... Was ist los? Warte mal, Heilkrank. Krankheit heilen, Magier wiederherstellen. Äh,
Etwas Besseres hat das Vertrauen nachzubieten. Alter! Dieser Kampf stirbt! Du harte Schwäche! Lasst es uns zu Ende bringen! Hey. Hey. Alter, warum? Alter. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Wo muss ich? Da rein? Das war aber auch ein Kampf. Da prügeln die mich hier einfach. So, einmal speichern. Das gelbe Team hat mich mit diesem Kampf überrascht. 3 gegen 1. Ich schätze, sie wussten nicht, mit wem sie sich da einlassen, hä? Gute Arbeit. Ja, ihr werdet wohl nicht aufhören, bis ihr endlich Meister seid, oder? Na Champion. Gut, das blaue Team braucht so viel Ruhm, wie es kriegen kann. Ich will Champion werden. Nach diesem letzten Kampf dürfte dieser Gegner die reinste Erholung werden. Ein Khajiit in schwerer Kleidung, wahrscheinlich mit einem Schwert. Damit werdet ihr schon fertig. Ja, okay, einmal speichern. Ne, aber die 3 Agonia, das war ein bisschen viel gerade, des Guten. Wie sieht Zustand aus? 82%, okay. Hier läutet der Kaiserstand. Seid willkommen in der Arena. Fast verspürt man Mitleid mit den Khajiiten des gelben Teams. Ist doch der Gladiator der Blauen ein Kämpfer, den ihr kennt und liebt. Sehen wir, wie sie sich schlagen. So. Nehmt das. Mehr könnt ihr also nicht. Hey. Alter, jetzt. Jetzt benutzt ein Schild. Stirb, du Feigling vom blauen Team. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Erbärmlich. Puh. Stirb, du Feigling vom blauen Team. Stirb, uff. Uff. Lasst es uns zu Ende bringen. Okay, da wird ein bisschen viel. Hier ist Volk. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Alter, das wird ja auch immer heftiger hier. So. Noch einmal kurz erholen. Und er ist ja der Champion aktuell, Agronach. Ihr habt dieser Katze gezeigt, wessen Krallen schärfer sind, oder? Genau das habe ich erwartet. Hier habt ihr euer Gold. Jetzt geht euch säubern. Ihr seht grauenhaft aus. Was ist ein Gladiator ohne Arena? Also los jetzt und schlagt ein paar Schädel ein. Ach übrigens, noch ein Kampf und ihr werdet wieder erhoben. Okay, was wäre dann die nächste? Dieser nächste Gegner ist ein Bretone. Er sieht ein wenig aus wie ein Stutzer, aber mit einem Schwert in der Hand ist er tödlich. Er hat mehr Erfahrung als ihr, also seid auf der Hut. Woher willst du wissen, dass er mehr Erfahrung hat? Vielleicht mehr Erfahrung in der Arena, aber ich... Ich habe ein paar Jahre Gaming-Erfahrung.
Seid willkommen in der Arena. Ihr habt dafür gebetet und die Kämpfer haben dafür geblutet. Für einen Aufstiegskampf mit hohem Einsatz. Wollen wir sehen, wer das Zeug dazu hat, euer neuer Held zu werden. So. Etwas besser. Verehrtes Volk, der Sieger steht fest. Bejubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. So, okay, wie lange dauert das noch eigentlich mit der Arena? Mit dem Sieg über diesen Bretonen habt ihr euren Aufstieg perfekt gemacht. Es ist schon lange her, dass ich das zuletzt gesagt habe. Glückwunsch, mein Held. Dein Held? Ihr steht vor einer Kraftprobe mit dem besten Mitglied des gelben Teams. Asura weiß, dass ihr das beste Mitglied des blauen Teams seid. Okay, die nächste Partie. Der erste Held aus dem gelben Team. Euer erster Gegner ist ein Kaiserlicher in schwerer Kleidung. Er kämpft mit einem Akaviri-Langschwert. Nur, dieser Typ war früher eine Klinge. Ihr wisst schon, einer von den Jungs, die den Kaiser beschützen. Er ist ein ausgebildeter Schwertkämpfer. Haltet also euren Kopf unten. Okay, also die Waffe ist nicht besonders gut für mich. So, nochmal kurz speichern. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Seht nun, wie zwei Helden in der Kampfgrube uns eine epische Schlacht bieten, die eines Liedes würdig ist. Kämpfer, beginnt! Ach so, der Titel ist jetzt Held. Dieser Kampf ist schon entschieden, du Schwächling. Sterb schon. Warum müssen die eigentlich so rennen? Der Sieger steht fest. Jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. So. Nächsten einen Tag, Helden der Arena zu besiegen ist eine Sache, aber ein früheres Mitglied der Klingen? Ihr müsst von den Göttlichen gesegnet sein. Ich bin übrigens auch Teil der Klinge. Ihr seid ein Held, mein Freund. Diese Menschenmenge ist nur aus einem Grund hier, um zu sehen, wie ihr das gelbe Team vernichtet. Nun gebt ihnen, was sie wollen. Gut jetzt, Held. Der nächste Gegner ist ein Hochelfenzauberer, ein Meister in der Schule der Zerstörung. Aber wartet, es wird noch schlimmer. Er benutzt einen verzauberten Schild, den grauen Aegis, der ihm einige magische Abwehr verleiht. Eure einzige Chance ist der direkte Angriff. Drängt nach vorn und gebt ihm keine Chance, einen Zauber anzubringen. Ich will nicht eure Asche aus der Arena fegen müssen. Okay. Meine Asche aus der Arena? Ich mag keine Zauberer als Gegner. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Klatscht in die Hände und erhebt eure Stimmen für zwei waghalsige Helden, die die Grundfesten der Arena erschüttern werden. Schließt die Tore. So. Ja.
ihr also... Gut, euer... Schwert ist halt. Der Sieger steht fest. Mann, 15.000 ist das wert. Teams. Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Kann man die Sachen irgendwo finden? Also warte. Dann kann man die Sachen, die die Gegner hier verloren haben. Lasst mich ehrlich sein, Held. Mit den Siegen, die ihr schon in der Tasche habt, wusste ich einfach, dass dieser Elf keine Chance gegen euch hat. Hier habt ihr euer Gold. Ihr seid am Ende eines langen Wegs angelangt, Held. Dies ist das letzte Mal, dass ihr gegen das gelbe Team antretet, bevor ihr zum Meister erhoben werdet. Geht in die Arena und sorgt dafür, dass das Volk von Cyrodiil niemals vergisst, dass ihr das gelbe Team in die Knie gezwungen habt. Okay. Gut, jetzt ist es soweit. Euer letzter Kampf gegen das gelbe Team. Ich schätze, sie haben sich das Beste für zuletzt aufgehoben. Die drei Besten, um genau zu sein. Was? Ihr tretet gegen einen Schwertkämpfer, einen Bogenschützen und einen Zauberer an. Zwei Kämpfer aus den niedrigeren Rängen und dazu den Meister des gelben Teams davon. Wenn ihr alle drei besiegt, steigt ihr zum Meister auf. Ich weiß, dass ihr das schafft. Jetzt geht dort hinaus und zeigt allen, warum ihr an der Spitze steht. Okay, zuerst ein Zauberer. Ein Augenblick, da ist noch etwas. Ich habe das Schweinekotelett in die Arena geschickt, um euch zu helfen. Er wird wenigstens einen von ihnen ablenken. Viel Glück! Das Schweinekotelett, was? Das Schweinekotelett? Okay. Warte mal, wie? Okay, ich kann hier nicht warten. Ich wollte jetzt wissen, wie spät es ist. 7 Uhr abends schon. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. Ich präsentiere euch den Helden des blauen Teams. Kann dieser tapfere Kämpfer drei Gegner bezwingen und der nächste Meister werden? Finden wir es heraus. Das arme Schwein. Okay, ich muss zuerst den Magier loswerden. Etwas Besseres. Hey! Nicht zu bieten. So, jetzt die. Warum? Wollt nicht sterben? Hey! Hey! Soll ich jetzt etwa Angst haben? Und jetzt fallt um und verblutet. Bei Genius, wir haben einen neuen Meister. Hoch lebe das blaue Team. Siegreicher Meister, kehrt nun zum Schlachthaus zurück und meldet euch beim Waffenmeister. Gut gemacht. Und Schweinekotelett lebt sogar noch. Okay, ich feiere das gerade, dass Schweinekotelett noch am Leben ist. Also jetzt bin ich Champion. Ihr habt es geschafft. Ihr habt sie geschlagen, jeden Einzelnen. Wisst ihr, wie lange es dauern wird, bis das gelbe Team sich von diesem Schlag erholt haben wird? Ich habe die große Ehre, euch den Rang eines Meisters zu verleihen. Ihr habt es vollbracht. Ihr habt ihnen allen gezeigt, dass ihr einsame Spitze seid. Naja, zumindest fast. Ihr seid bislang in normalen Kämpfen in der Arena angetreten. Aber da ist immer noch der Großmeister. Kind, ihr habt mehr Mut und Geschick. Ich glaube wirklich, ihr könnt gegen den grauen Prinzen antreten. Geht zu Isabel und redet mit ihr, wenn ihr glaubt, dass ich recht habe. Okay. Isabel? Schon wieder ihr?
Ich habe euch doch gesagt, es ist euer gutes Recht, den Grauen Prinzen herauszufordern. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Deine Shinji, Schlachtmatrone? Die Schlachtmatrone fungiert unter anderem als Trainerin und Managerin des Großmeisters. Außerdem sorge ich dafür, dass Owen spurt. Mir passt es so. Owen hält sich gern für den Boss, aber ohne mich würde der Laden zusammenbrechen. Wer bestellt denn die Salben? Wer wischt das Blut auf? Ich. Wer sonst? Okay, geil, Shinji. Wettbewerbsfrage. In Ordnung, hör zu. In einem Kampf um den Titel des Großmeisters gibt es keine Disqualifizierung. Ihr könnt also die Rüstung tragen, die ihr wollt. Agronak trägt sein Gewand der Tapferkeit und er hat es sicher aufs Heftigste verzaubert. Ihr könnt also dasselbe mit einer eurer Rüstungen tun. Wie ihr wisst, ist es bei einem normalen Arena-Kampf verboten, die Leiche eines gefallenen Gegners zu plündern. Nun, dies ist kein normaler Kampf. Falls ihr den Grauen Prinzen schlagt, müsst ihr ihm seine Rüstung abnehmen und sie mir geben. Dann bekommt ihr euer eigenes Gewand der Tapferkeit. Okay, wie nehme ich dran teil? Worauf wartet ihr? Verschwindet! Kann ich ihn jetzt herausfordern? Im Tagebuch meines Vaters steht, dass ich teilweise ein Vampir bin. Ich dachte immer, mein Vater wäre ein Edelmann gewesen und nicht ein blutsaugendes Monster. Mein ganzes Leben fußt auf einer gewaltigen Lüge. Ich bin überhaupt kein grauer Prinz. Ich bin ein widerlicher, minderwertiger Abkömmling des Bösen. Geht jetzt bitte. Ich kann nicht. Ich... Oh, ich verstehe. Ihr seid ein Meister. Ihr wollt meinen Titel des Großmeisters, stimmt's? Bitte sehr. Fordert mich heraus. In der Arena kann ich meinem Leid ein Ende setzen. Okay. Ja, ja. Ich nehme eure Herausforderung an. Geht. Geht und sprecht mit Isabel. Sagt ihr, dass ihr bereit seid. Und dann sehen wir uns in der Arena. Ja, das wird gehen. Okay, angefügt the Arena. So, jetzt will ich aber meine Rüstung anziehen. Stief des Taschendiebs? Warte mal. So, dann habe ich jetzt wenigstens, Ihr habt tatsächlich den Grauen Prinzen herausgefordert? Ja. Wisst ihr überhaupt, worauf ihr euch da eingelassen habt? Ja. Agronak Gromalok ist der beste Kämpfer, der je die Arena betrat. Er kann nicht besiegt werden. Von euch erst recht nicht. Aber wenn ihr ihn herausfordern wollt, bitte sehr. Nun, ihr wisst, wie alles abläuft. Lasst mich wissen, wenn ihr für einen Kampf bereit seid. Agronak wird dann in der Arena auf euch warten. Euch sollten auf jeden Fall die Wettkampfregeln für diesen Kampf geläufig sein. Im Kampf gegen den Großmeister. Nun, da sind die Regeln etwas anders. Ich bin bereit. Ihr seid also bereit, den Grauen Prinzen zu fordern? Ja. Also, ohne einen Namen könnt ihr nicht dort hinaus. Ihr wisst schon, ein Arena-Name. Etwas, was leicht zu merken ist, an das sich alle in Cyrodiil erinnern werden, wenn sie später über eure ruhmlose Niederlage reden. Also, was soll es sein? Der Zauberwerfer, der Metzger, Schattenschritt, der schwarze Pfeil, Schädelbrecher, der göttliche Rächer, der Todesbote, die Purpurklinge, Manowar, der Herr Schlechter, der Terror von Tamriel, Drachenherz. Ich mag den Metzger. Metzger, was? Das gefällt mir. Ja, das schaut gut aus. Nun gut, dann sehen wir einmal, ob ihr irre gut oder nur schlicht irre seid. Der Graue Prinz ist bereits auf dem Weg in die Arena, noch während wir uns unterhalten. Trefft euch dort mit ihm. Zwei Meisterkämpfer, Aug in Aug. Mögen sich die Göttlichen eurer Seele erbarmen. Okay. Ich will hoffen, dass ihr bereit seid. Eine Arena voller Zuschauer und der Großmeister persönlich warten auf euch. Also, hinaus mit euch und kämpft! Ja. Einmal speichern. So, und ich hoffe, ich schaffe das.
Gut, so schwer kann der jetzt nicht sein, oder? Ist der schwer? Oh, ist es sogar schon nachts? Wie spät genau? 8 Uhr? Auf was warten wir? Was warten wir? Ne, jetzt ernsthaft, auf was warten wir? Oder ist schon viel zu spät dafür? Ich kann das hier nicht aufmachen. Ah, okay. Worauf wartet ihr? Tötet mich. Ja! Ja! Noch tut. Ich bin eine abscheuliche Ausgeburt der Hölle. Tötet mich. Mein Mord wurde... Was stand da? Warte, was? Warte. Achso, das muss ich mitnehmen. Ich bin jetzt Arena-Champion. Für mich gibt es keine Standardkämpfe mehr. Stattdessen muss ich den Großmeister Agronagra Malok um seinen Titel herausfordern. Warte mal. War das jetzt ein Mord, weil er nicht kämpfen wollte? Er wollte sterben? War das jetzt deswegen ein Mord? Hallo, was kann denn der alte Waffenmeister für euch tun? Bewegung! Bei allem, was Shinji heilig ist, ihr habt es geschafft. Ihr habt den grauen Prinz besiegt. Das ist unglaublich. Damit seid ihr der größte Kämpfer, der je die Arena betrat. Ja. Ihr habt Agronax gewandt. Gut, gebt es mir. In Ordnung. Jetzt gebe ich euch das Eurige. Bei Shinji, ich zittere. Das ist wunderbar. Gut, dann... Wollt ihr ein schweres Gewand der Tapferkeit oder ein leichtes Gewand der Tapferkeit? Ihr habt die Wahl. Wenn, dann schwer. Wohlan. Nun, ich habe die Ehre, euch diese Goldstücke und das begehrte Gewand der Tapferkeit zu überreichen, sowie euch zum Großmeister der Arena auszurufen. Ihr habt es vollbracht. Der graue Prinz, möge er in Frieden ruhen, etc., etc., war ein großer Ork. Doch ihr habt ihn bezwungen. Geht nun, ruht euch eine Weile aus. Wenn ihr meint, dass ihr bereit seid, kehrt zu mir zurück, auf dass wir eure Zukunft besprechen können. Schweres Gewand der Tapferkeit. 1000 Gold hinzugefügt. Ich kann mich nicht bewegen. Ihr seid zu schwer belastet. Schweres Gewand der Tapferkeit. Das ist nichts wert. Jetzt kann ich mich bewegen. Okay. Elfenschild.
müsste besser sein als der Zwergenschild, oder? Wieso kann ich hier jetzt nicht direkt vergleichen? 4? Ne, der ist besser, okay. So, aber jetzt bin ich erstmal nackig. So, Elfenlangschwert. Ach, das war seine Waffe, okay. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Wir sind jetzt Champion der Arena. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.